Hi, ich bin hier auf einer Dachsanierung in Heidelberg, eine Dachsanierung von außen, und der Jochen erklärt euch mal, wie die Situation aussieht und wie wir sie lösen. Also hier soll die Dachsanierung mit einer Top-and-Down-Verlegung gemacht werden, also mit der DASA-Top. Und hier stellt sich die Schwierigkeit, diesen Anschluss hier richtig zu machen, beziehungsweise auch die Schwachen hier entsprechend richtig abzudichten. Und aus diesem Grund hat man sich hier dafür entschieden, das Ganze im Vorfeld mit dem Aerosana Viscon abzusprühen, also mit dieser sprühbaren Luftdichtung. Wenn das dann eingesprüht ist, dann wird die DASA Top dann in schlaufenförmig verlegt und die wird dann hier an der Schwelle entsprechend angeschlossen. Hier nochmal mit so einer Leiste Lage gesichert. Und dann wird das Ganze nochmal am Schluss mit dem Aerosana Viscon nochmal übersprüht. Und somit kriegen wir auch den Anschluss zwischen Schwellen und Ringanker bzw. verputztes Mauerwerk dann luftdicht angeschlossen.